Willkommen Hüter zu einem neuen Destiny 2 Guide von mir, dem Ilias. Mit dem Release von Lightfall haben wir nicht nur eine neue Story, einen neuen Fokus und viele neue Waffen bekommen, sondern auch einige Quality of Life Verbesserungen sind dabei. Über die neuen Mods und den Loadout Manager haben wir schon gesprochen, nun möchte ich euch noch eine weitere Verbesserung näher bringen, die Hüterränge. Bevor wir uns aber gleich die Hüterränge im Detail anschauen, möchte ich mich noch bei Bungie bedanken, dass sie dieses Video gesponsert haben. Das ist für mich etwas wirklich Besonderes und keine Selbstverständlichkeit und ich freue mich auch schon drauf, mit euch, also den Zuschauern, Lightfall weiter zu erkunden, Builds zu bauen und auch dem ein oder anderen Hüter zu helfen, in seinem Hüterrang aufsteigen zu können. Für neue Zuschauer an der Stelle aber auch der Hinweis, dass ihr Lightfall nicht gleich kaufen müsst, um Destiny auszuprobieren. Ich habe euch einen Link reingepackt, mit dem ihr euch die Free-to-Play-Version von Destiny runterladen könnt, um selbst einen Blick auf das Spiel und die Neuerungen zu werfen. Nicht vergessen, Destiny gibt es sowohl auf PC wie auch auf den gängigen Konsolen und das Beste ist, ihr könnt es mit euren Freunden über Crossplay gemeinsam spielen. So, nun wollen wir aber in den Guide einsteigen. Vor Lightfall haben wir bei Hütern, denen wir begegnet sind, am saisonalen Level sehen können, wie viel er spielt und wie erfahren er war. Zumindest war das so gedacht, aber tatsächlich hat das saisonale Level, und war es noch so hoch, nicht so reale Aussagekraft besessen, wie man es sich gewünscht hat. Deshalb hat Bungie jetzt etwas Neues eingeführt. Die Hüterränge, die uns neben dem Namen eines jeden Spielers angezeigt werden. Als Lightfall losging, müssten die meisten Hüter mit Rang 6 gestartet sein, außer man war New Light Player oder so, dann ging es bei Rang 1, 2 und Co. los. Mittlerweile sieht man aber auch immer mehr Hüter, die den Rang 7 erreicht haben und nur darauf warten, auf Rang 8 aufzusteigen, was aber noch nicht möglich ist. Aber jetzt, was sind diese Ränge und wie erhöht man diese eigentlich? Nun, wenn wir uns die einzelnen Stufen anschauen, dann sehen wir, dass man verschiedene Aufgaben erfüllen muss, um einen Rang aufzusteigen. Ich muss jetzt zum Beispiel, um auf Rang 7 aufsteigen zu können, noch verlorene Sektoren laufen, und zwar auf Legendär und Großmeister und das Ganze Solo und Flawless machen. Also nicht ganz einfach. Aber das ist nicht auf jeder Stufe so. Generell ist das Rängesystem so aufgebaut, dass Neueinsteiger in Destiny etwas besser an die Hand genommen werden. In den letzten Jahren hatten wir zwar die New Light Mission, aber danach hat jemand, der neu anfängt, keine Ahnung gehabt, was er als nächstes tun sollte, beziehungsweise wie die ganzen Systeme funktionieren und es ist schon ziemlich aufwendig, das alles zu lernen. Das ist jetzt mit dem Ranking-System anders. Man wird hier etwas an die Hand genommen, so dass man Stück für Stück die Systeme im Spiel kennenlernt und versteht. Zum Beispiel haben wir Aufgaben, wo man das Shader-System oder die Geist-Mods kennenlernt. Außerdem schaltet man durch die Ränge dann nach und nach auch mehr Mods frei, die man verwenden kann. Also man wird nicht sofort erschlagen mit allem, genauso auch Fragmente. Einfach damit man eben ja, das Spiel von Stückchenweise sozusagen kennenlernt und nicht alles auf einmal hat. Wenn man sich die Ränge hier anschaut, dann sieht man auch, auf Rang 2 hat man die Geistmods bekommen, Rang 3 die Triumphe, Stufe 4 zusätzliche Fragmente und auf Stufe 5 erstmal die Basis-Rüstungsmods und erst später bekommt man dann noch zusätzliche. Ich finde, dass Bungie hier etwas Gutes für Neuensteiger geschaffen hat, um ihnen den Einstieg in Destiny zu erleichtern. Auch wenn das Rängesystem in erster Linie mega gut für Anfänger ist, heißt es aber nicht, dass Veteranen nicht auch etwas davon haben. Unter anderem können wir durch das Leveln der Hüterränge weitere Loadout-Plätze für den Loadout-Manager freischalten, für den ich ja auch schon ein Video gemacht habe, das ich auch oben rechts nochmal verlinkt habe. Außerdem sind ja viele Hüter in Destiny 2 regelrechte Jäger und Sammler, egal ob man Warlock oder Titan ist, also Jäger und Sammler von Triumphen, Erfolgen und so weiter. Und durch die Hüterränge kann man allen anderen zeigen, wie erfahren man ist und was man erreicht hat und wie viel Hingabe man in diesem Spiel auch hat. Und naja, ein bisschen Flexen gehört auch dazu, also das wird auch ein Grund sein, warum man diesen Hüterrang leveln möchte. Ganz ehrlich, ich finde das Rängesystem gut, eigentlich sogar sehr gut. Das Einzige, was mir fehlt, sind mehr Belohnungen. Insbesondere, wenn sich die Ränge in jeder Season ja nochmal zurücksetzen, dann würde ich es deutlich spannender und besser finden, wenn man auf den höheren Rängen besondere Embleme, Sparrows, Schiffe und so weiter freischalten könnte. Es müssen ja keine Waffen oder ähnliches sein, aber Cosmetics als Belohnung für die harte Arbeit, die man investiert hat, um die Ränge freizuschalten und die eben auch zeigen, dass man wirklich eben
ein hohes Level erreicht hat und hier was Besonderes geleistet hat. Das war es auch schon zu diesem kleinen Guide über die Hüterränge. Wie findet ihr die Hüterränge? Ich persönlich, wie gesagt, für Einsteiger richtig gut, für Veteranen gut, könnte aber besser sein mit mehr Belohnungen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Like oder vielleicht sogar ein Abo von eurer Seite aus freuen. Würde mir sehr weiterhelfen und ja, ihr verpasst auch keine weiteren Destiny 2 Videos mehr von mir, dem Ilias. Ciao.